BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Wirtschaftsstaatssekretärin von Baden-Württemberg, Katrin Schütz, startete heute ihre viertägige Denkmalreise durch alle vier Regierungsbezirke des Landes. Dabei wirbt sie auch für die wertvolle Arbeit der Denkmalpflege. Ganz nach dem Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am 9. September, entdecken, was uns verbindet, soll gezeigt werden, dass Denkmäler Brücken zwischen Baustilen, Regionen, Kulturen und Menschen schlagen können. Ihre Reise startete im Schloss Hohentübingen. Hier besichtigte die Staatssekretärin das historische Observatorium mit Präzisionsmessgerät, das ein einmaliges Ensemble der Technikgeschichte darstellt. Das kleine Häuschen, von dem viele gar nicht genau wussten, was es eigentlich ist, plus sein Innenleben, bestehend aus dem Reichenbachschen Wiederholungskreis, dienten zur Landvermessung. 1818 hatte man im neuen Königreich Württemberg mit der Landvermessung begonnen und Johann Gottlob Friedrich Bohnenberger übernahm den Auftrag. Auf dem Nordostturm des Schlosses liegt daher auch der Nullpunkt. Genau von hier wurden die exakten Entfernungen zum Hohen Neuffen oder zur Wurmlinger Kapelle errechnet. Und die Messergebnisse, die das mittlerweile 200 Jahre alte Gerät erbrachte, waren erstaunlich präzise. Wenn man sich überlegt, was damals schon möglich war mit der Vermessung und die Genauigkeit, die hier begonnen hat, also es ist schon faszinierend, wenn man sagt, heute mit den technischen Möglichkeiten, dass es wirklich so genau damals schon war. Also schon ein ganz besonderer Ort. Und wenn man die Restaurierung dann innen drin auch anschaut, also die Zahnräder, wie das Dach beweglich ist, also es ist schon, es lohnt sich mal hier vorbeizuschauen und es anzuschauen. Bohnenberger hatte das damals moderne Vermessungsgerät extra bestellt und das passende Gebäude dafür errichten lassen. Heute existiert der Reichenbachsche Wiederholungskreis noch in Paris, Mailand und Florenz. Aber nur in Tübingen haben wir das speziell dafür errichtete Gebäude auch. Also wir haben den Reichenbachschen Wiederholungskreis in dieser Sternwarte, die manche, als es noch nicht so saniert war, für ein Brunnenhäuschen hielten. Und dieses Gebäude ist extra für dieses Gerät gebaut worden. Und das gibt es weder in Paris, noch in Mailand, noch in Florenz, sondern nur hier für die württembergische Landesvermessung. Großartig ist auch ein anderes Superlativ. Das ist weltweit das erste sozusagen auf dem Boden stehende Observatorium. Die Ausgaben für die Restaurierung des Gebäudes betrugen 300.000 Euro. Damit gilt sie als teuerste Maßnahme, die das Land je hatte, wenn man es auf den Quadratmeter umrechnet. Rechtzeitig zum 200-jährigen Jubiläum im Oktober konnten die Sanierungsarbeiten im August abgeschlossen werden. Am 9. September, dem Tag des offenen Denkmals, wird auch das Observatorium auf der Nordbastei geöffnet sein. Und das diesjährige Motto, entdecken, was uns verbindet, findet auch Staatssekretärin Katrin Schütz passend. Ich finde, Denkmale verbinden ja wirklich, man kann viel aus der Vergangenheit rauslesen. Es ist schön, dass sie erhalten sind, dass wir heute im Prinzip auch noch die Möglichkeit haben, sie zu genießen, zu sehen und auch von unserer Geschichte viel zu erfahren. Der Einsatz für die Denkmalpflege sei lohnenswert, damit sie auch für zukünftige Generationen erhalten blieben, so Schütz. Auf die Staatssekretärin wartet nach dieser ersten Station ihrer Denkmalreise noch eine spannende Woche, in der sie noch viel von der reichhaltigen Kulturlandschaft in Baden-Württemberg erleben darf. Am Montag wurde Gerhard Buck aus Hülben das Bundesverdienstkreuz feierlich überreicht. Der Verdienstorden, der durch den Bundespräsident vergeben wird, zeichnet Menschen aus, die besondere Leistungen auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller oder auch ehrenamtlicher Ebene erbracht haben. Buck hatte sich jahrzehntelang vielseitig ehrenamtlich, zum Beispiel als Gemeinderat, aber auch als Amtsnotar engagiert. Das Bundesverdienstkreuz am Bande wurde ihm von Minister Guido Wolf verliehen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.